So, stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Büro und Ihr Telefon klingelt. Nummer, die Sie nicht kennen. Sie entscheiden sich, den Hörer abzunehmen und am anderen Ende ertönt eine Anrede wie: Schönen guten Tag, mein Name ist Christian Busenhardt von Wörlischen Schweiz. Jetzt gibt es genau zwei Möglichkeiten, wie Sie in diesem Moment reagieren. Die erste Möglichkeit ist, Sie denken sich, okay, World Vision, das ist ein Hilfswerk, der will sicher Geld von mir, ich habe keine Zeit, keine Nerven und schon gar kein Budget für ein solches Gespräch. Und bevor ich überhaupt richtig loslegen kann und Ihnen erklären kann, um was es hier eigentlich geht, kommt irgend sowas wie, ja, Herr Busenhardt, wirklich ganz toll, was Sie hier machen, großen Respekt vor Ihrer Tätigkeit, ich muss Ihnen aber leider sagen, wir haben überhaupt kein Budget, und auf Wiederhören. Die zweite Möglichkeit ist, ich erwische Sie in einem verdammt guten Moment. Und Sie hören mir tatsächlich zu. Ich kann Ihnen kurz etwas über World Vision erklären, ich kann Ihnen kurz etwas über unsere Projekte erklären, über das eine Projekt, das ich für Sie ausgesucht habe, das ja ach so gut zu Ihrem Business passt. Und Sie sagen, doch, Herr Busenhardt, das klingt gut, kommen Sie mal vorbei und wir sprechen miteinander darüber. Toll. Das heißt, der nächste Schritt, ein gemeinsames Meeting. Und wie verbleiben wir? Herr Busenhardt, lassen Sie die Dokumente hier, ich melde mich wieder bei Ihnen. Wie auch immer, egal was passiert, egal welche Möglichkeit, für welche Möglichkeit wir uns entscheiden, schlussendlich wird kein Geld fließen. Und genau an diesem Punkt standen wir immer wieder. Wir hatten gute Gespräche, gute Telefonate, gute Meetings, aber das Geld floss nie. Das heißt, wenn ich mit Ihnen auf Augenhöhe kommunizieren will, dann muss ich Ihnen dabei helfen, Ihre Unternehmensziele zu erreichen. Jetzt die gute Frage, eine Non-Profit-Organisation, ein Hilfswerk, wie soll das Ihnen helfen, Ihre Unternehmensziele zu erreichen? Wir können Ihnen dabei helfen, Ihre Kunden an Ihr Unternehmen zu binden. Bevor wir hier jetzt noch einen Schritt weitergehen, möchte ich auf die Interessen der Kunden zu sprechen kommen. Was sind die Interessen der Kunden? Es gibt ein Wort, das wir in der heutigen Zeit je länger je mehr finden. Es ist extrem präsent. Es ist ein Wort, das es eigentlich schon seit jeher gibt. Es ist das Wort Community. Wenn wir weit zurückdenken, ganz weit in die Steinzeit, dann gab es da ja nicht überall irgendwelche Einsiedler. Nein, man hat sich zusammengetan. Man hat sich in Stämme zusammengetan. Man hat sich in Dörfer zusammengetan, in Städte und schlussendlich in ganze Nationen. Warum hat man das getan? Der Grund für eine Community war immer ein gemeinsames Ziel. Und ein gemeinsames Ziel, das man alleine nicht erreichen konnte. Man musste es zusammen erreichen, weil zusammen war man stark. Und genau auf diesem Prinzip bauen wir auf. Und diese Communities können wir nutzen. Und somit Ihre Kunden zusammenschließen, Ihnen ein gemeinsames Ziel vorgeben und somit Ihre eigene Community gründen. Das ist jetzt alles noch sehr abstrakt. Ich möchte dazu ein Beispiel machen, ein Beispiel, das mir sehr am Herzen liegt, das es sehr gut veranschaulicht, das ist das Beispiel Spektakulo. Ich denke, die meisten kennen von Ihnen, Spektakulo ist eine Kaffeekette, die man in jeder größeren Schweizer Stadt findet. Und Spektakulo hat sich entschieden, wir machen eine Kooperation mit Wörlischen Schweiz. Wie machen wir das oder wie sammeln wir hierfür Geld? Ganz einfach, für jeden großen Kaffee, den wir verkaufen, geht ein gewisser Betrag an ein Projekt von Wörlischen Schweiz. Ich komme nochmal auf dieses Bild zurück. Und zwar haben wir eine Komponente, aber jetzt noch ausgelassen. Und zwar ist es für mich eigentlich die wichtigste. Es ist dieser Spendenbarometer. Sie haben diese Plexiglassäule aufgestellt mit dieser Skala drauf. Und je nach Spendenstand haben Sie das mit Kaffeebohnen gefüllt. Das ist eine extrem coole Sache. Denn ich als Kunde von Spektakel, ich komme ja wahrscheinlich regelmäßig und ich sehe immer wieder, hey, wieder um 500 Franken gestiegen, wieder um 1000 Franken gestiegen, wieder um 2000 Franken gestiegen. Und ich weiß, ich bin ein Teil davon. Ich bin vielleicht ein Hundertstel einer Kaffeebohne, aber ich bin ein Teil davon. Und das ist cool zu sehen. Wir kommen jetzt noch zu einem weiteren wichtigen Punkt dieser Kooperation. Und zwar hat sich Spektakulo dazu entschieden, wir wollen nun das Projekt sehen. Und mit allen Leuten, mit denen ich spreche, sage ich immer, macht das. Nehmt diese Möglichkeit wahr und macht einen Projektbesuch. Seht euch das an.
Denn wir von World Vision, wir sind uns absolut bewusst, dass es immer wieder negative Schlagzeilen über Hirsewerke gibt. Und wir wollen dem entgegenwirken, und zwar mit absoluter Transparenz. Wir haben nichts zu verstecken. Kommen Sie, schauen Sie das Projekt an und sehen Sie vor Ort, wohin das Geld geflossen ist. Sie sollen sehen, mit wie wenig Geld man extrem viel erreichen kann. Das ist ein Teil, das ist, sag ich mal, der sachliche Teil. Der emotionale Teil kommt noch dazu. Es steht Ihnen zu, die uns Geld geben, die Dankbarkeit der Leute vor Ort zu erfahren. Und das ist etwas extrem Starkes, das erfahre ich immer wieder. Das höre ich auch immer wieder von Leuten. Diese emotionale Komponente, die darf man auf keinen Fall unterschätzen. Und bei diesem Making-of-Video kommt für mich die abschließende und wichtigste Komponente dazu. Das ist die Marketingchefin von Spectacolo. Sie hat sich vor die Kamera gestellt und kurz erklärt, was sie gemacht haben. Und es gab eine Stelle, wo sie sich bedankt hat. Sie stand nicht vor die Kamera und hat gesagt, hey, seht, was wir gemacht haben, wir haben was Gutes getan. Sondern sie haben die Kunden integriert, sie haben gesagt, hey, seht, was wir zusammen geschaffen haben. Was wir zusammen erreicht haben. Und ich als Kunde, ich sehe das und denke, wow, das ist cool. Mit einem Kaffee für 4,50 Franken bin ich ein Teil davon. Und ich gehöre dazu. Und das ist genau der Punkt. In diesem Moment haben wir diese Community geschaffen. Und wir hatten extrem gutes Feedback für diese Kooperation. Das war wirklich schön. Gut, das Beispiel Spectacolo, das beschreibt, wie man eine neue Community gründet. Jetzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich eine bestehende Community zu nutzen zu machen. Ich möchte das anhand des Beispiels Lenzerheide Moto Classic erklären. Die Moto Classic sind ein Oldtimer-Treff für Liebhaber, findet immer einmal im Jahr statt. Nun, wie hängt jetzt hier World Vision drin? Und zwar sind drei Parteien wichtig. Und zwar einerseits die Lenzerheide Moto Classics als Veranstalter, die Teilnehmer, die zahlenden Teilnehmer sozusagen, und World Vision Schweiz als Charity-Partner. Und wir haben uns zusammengesetzt mit der Lenzerheide Moto Classic und haben beschlossen, dass pro Teilnehmer ein kleiner Teil an ein Projekt in Simbabwe von World Vision Schweiz geht. Schöner Event. Wir hatten da die Möglichkeit, auch mit den Leuten zu sprechen. Und jetzt Vorsicht. Gespräche wie, kennen Sie World Vision Schweiz und möchten Sie noch etwas spenden? Nein, das führen wir nicht, denn genau so wollen wir nicht wahrgenommen werden. Das sind diese typischen Bahnhofgespräche, oder? Die jeder von uns kennt, wo jeder so vorbeiläuft. Und das wollen wir nicht. Sondern wir sprechen mit den Teilnehmern über ihr Flair für Oldtimer, über ihre Interessen. Und ganz by the way können wir sagen, hey, übrigens, ihr habt alle noch was Gutes getan. Ihr habt alle noch an ein Projekt von World Vision Schweiz gespendet. Gut, zurück zu unseren 900 Franken. Sie sehen, es hat noch etwas Platz beim Barometer. Nein, die Einzahlungsscheine werden nicht verteilt. Und zwar geht es darum, ich habe Ihnen etwas noch verschwiegen, und zwar haben wir bei diesem Projekt eine Kooperation mit der schwedischen SIDA. Und die SIDA, die hat gesagt, für jeden Franken, den wir bringen, den multiplizieren wir mit dem Faktor 15. Das heißt, wir haben der effektive Wert im Feld von diesen 900 Franken sind 13.500 Franken. Wie cool ist das denn? Franken, die wir dank Ihnen, jedem Einzelnen von Ihnen, im Feld einsetzen können. Und egal, was Sie mitnehmen vom heutigen Event, ich will, dass Sie nach Hause gehen und Ihrer Frau, Ihren Kindern, Ihrem Mann sagen, ich habe heute 13.500 Franken gespendet. Mal schauen, wie die drei sind. Wir brauchen finanzielle Mittel, um tausenden Menschen auf der ganzen Welt zu helfen. Aber ich kann Ihnen sagen, mit unseren Kooperationen, mit denen zeigen wir nicht nur Wirkung in der Welt, sondern auch Wirkung direkt bei Ihnen. Mit dieser Botschaft möchte ich mich verabschieden. Herzlichen Dank.